Heute habe ich ein paar Neuheiten aus der Drogerie für euch. Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Es gibt Neuigkeiten im Drogeriebereich. Und zum einen habe ich heute Neues für euch von Manhattan und Neues von Astor. Und ich freue mich echt, euch das heute präsentieren zu können. Ich war nämlich letzte Woche auf einem Event. Wer mich auf Twitter und Instagram verfolgt, der weiß das auch. Und auf Facebook hat man es auch gelesen. Deswegen lohnt es sich da auch immer zu folgen. Und zwar war ich in Frankfurt auf dem Event zugunsten der neuen Manhattan-Theke. Und zwar wird die 1,5 Meter lang sein. Also so lang wie ich stehend fast. Und da gibt es ganz, ganz viele Neuigkeiten. Also es gibt mehr Nagellack, es gibt eine größere Auswahl an Farben, es gibt Lip-Lackers, es gibt ein Bronzing-Gel, es gibt ganz, ganz viel. Und was ich cool fand, war, dass es nicht nur diese Alltagsfarben gibt, die jeder hat, sondern auch wirklich ausgefallene Farben. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was meine Lieblinge sind. Aber bevor ich jetzt anfange, über die Produkte zu reden, möchte ich noch ganz lieb die Blogger grüßen, die da mit waren. Angefangen von Tea & Tweaks, Always Like a Feather, Frau Flauschig war da, Looks Like Valerie war da, ganz, ganz viele waren da. Und es war sehr cool, weil ich war, glaube ich, die einzige YouTuberin, und inmitten von Bloggern. Und das sind schon so zwei verschiedene Welten. Und ich habe mich total gefreut, dass ich auch mal so mit den großen, bekannten Who is Who aus dem Bloggerbereich zusammen war. Naja, auf jeden Fall die Produkte. Darum geht es heute hier. Was mich total fertig gemacht hat, im positiven Sinne, waren diese Blushes. Ich sage euch, hallo, seit wann gibt es solche Farben und diese Knallfarben im Drogeriebereich? Hallo Manhattan, das habt ihr mega cool gemacht. Das ist einmal hier Lady Marmalade. Wow, und es sind Namen. Es ist keine, natürlich steht auch noch eine Nummer da, aber vor allen Dingen ist es ein Name. Und das ist die 54S Lady Marmalade. Ein wirklich ganz, ganz knalliger Rouge-Ton. Damit habe ich auch am Event was geschminkt. Und hier ist auch noch ein sehr pinkstichiger, also ja, es ist ein krasses Pink. Und das Purple Me On. Und das sind einfach Töne, die kann man sehr schön aufbauen und sehen frisch und sommerlich aus. Und ich bin total happy, dass ich jetzt sowas in meiner Sammlung habe. Und das kostengünstiger, als müsste ich auf Limited Editions von anderen großen Marken warten. Coole Sache, darüber freue ich mich sehr. Und worüber ich mich auch freue, ist das, was ich auf meinen Lippen trage. Zwei Lippenstifte sind nämlich auch noch in meinen Beutelchen gewandert von den Produkten, die mir am liebsten gefallen haben. Das ist der 80G. Ein Perfect Creamy and Care. Jetzt wollte ich so machen, aber ich habe ja keinen Autofokus. Ein schönes, knalliges Pink, was ich hier auf meinen Lippen gemischt habe mit der 70F. Hallo? Schreit das nicht impassioned? Übrigens, wartet, ich mache euch am Ende des Videos Swatches rein. Da mache ich noch so ein paar Impressionen des Events und die Swatches für die ganz Interessierten von euch. Ja, und das waren also meine zwei Highlights aus dem Lippenbereich. Natürlich habe ich auch was aus dem Augenbereich. Und das ist dieser Eyeshadow Queen's Green. Also die Farbe finde ich echt mega cool. Auch noch aus dem Augenbereich fand ich ganz toll diesen Eyemazing Eyeshadow Pen. Auch ein sehr cooles Blau. Ich zeige euch das mal kurz hier, auch wenn ihr das gleich noch näher seht. Aber ihr seht schon die Farbbrillanz und Farbintensität. Echt eine coole Sache. Also für die Augen ist auch viel dabei. Zum Beispiel auch diese Mascara. Die Manhattan Super Size Falls Lash Look. Da war eine Make-up-Artistin, die hat mir die drauf gemacht und ich sah auf einmal so krass aus. Also jetzt wahrscheinlich ist das der Vorführeffekt. Oh doch, ihr könnt schon was sehen. Also ich habe die Wimpern zwar schon getuscht, aber ich glaube, man kann jetzt schon den Unterschied sehen zwischen dem Auge und dem Auge, oder? Also das hat man ja gerade schön gesehen. Auf jeden Fall bin ich mega Fan von dieser Mascara. Ja, und die ist auch in mein Mitnehmen dürfen Körbchen gewandert. Und jetzt habe ich mir wahrscheinlich schon was da oben dran. Da, seht ihr, es hat abgefärbt, weil meine Wimpern jetzt so lang sind. Und neuer Holy Grail im Nagellackregal. Ich habe ja, ihr kennt ja, dass ich, also ihr wisst, dass ich ein Nagellack-Junkie bin. Aber hallo, ich hatte vergessen, wie gut diese Nagellacke sind. Das ist der Quick Dry 60 Seconds Nagellack. Und das ist die 10A, nee, 105A. Da sind es leider noch Nummern. Vielleicht ändert sich das auch bald. Und ja, also den habe ich aufgetragen. Eine Schicht deckend. Ungelogen. Und ich glaube, ich muss mein Regal da hinten ausräumen und ein paar noch von denen da reinmachen. Ich muss mir noch ein paar Farben kaufen, die ich jetzt nicht mitgenommen habe. Ja,
waren die Neuheiten von Manhattan. Finde ich sehr cool. Und jetzt kommen die Swatches von Manhattan. Beginnen wir mit dem Eyemazing Stift, den man als Eyeshadow und Eyeliner benutzen kann. Ja, und hier zu den Lippenstiften kann ich nur sagen, ich bin total begeistert, weil sie cremig sind, aber trotzdem langanhaltend. Und ich finde beide Farben knallig für den Sommer. Ja, wenn wir auch schon mal knallig sind, was soll ich zu den Blushes sagen? Ich meine, ich liebe die Farben und werde jetzt etwas experimentierfreudiger, weil ich doch in letzter Zeit sehr oft zu Nude gegriffen habe. Aber diese beiden schreienden Farben müssen auf die Wangen. Ich habe aber auch noch etwas von Astor zugeschickt bekommen. Das sind diese Stifte, und zwar sind das Soft Sensation Lip Color Butter Color Balm and Shine. Ich habe drei Farben zugesendet bekommen und das sind Dupes zu diesen Clinique Chubby Chicks. Und da habe ich einmal die Farbe Cheeky Cherry. Na, so, und damit ihr da auch einfach sehen könnt, wie die sind, swatche ich die euch mal. Was mir bei diesen Lippenstiften sehr gut gefällt, ist, dass sie sehr glänzend sind und auch pflegend. Also man merkt, dass die Lippen nicht austrocknen oder dass sich was in den Lippenfältchen absetzt. Hier der beige Ton, der Nude-Ton ist bei mir fast nicht sichtbar, aber die Knallfarben sind einfach wieder der Burner, nicht nur für den Sommer. Was halte ich davon? Also mein Liebster ist der der Cheeky Cherry, der rote, weil der so einen schönen Farbtouch gibt und auch sehr pflegend ist. Also das ist mein Highlight davon. Ich habe jetzt leider vergessen, wie viel die im Laden kosten werden, aber schaut einfach mal in der Drogerie vorbei. Da ist ja nichts sehr, sehr teuer. Und mich würde es einfach interessieren, ob ihr schon Sachen davon gefunden habt, ob ihr euch die gefallen, ob ihr euch davon vielleicht was sogar holt. Und jetzt habe ich genug geschnabbelt und zeige euch noch eine andere Neuigkeit, die es nicht in der Drogerie gibt. Da, das ist was Neues, was es nicht in der Drogerie gibt. Das gibt's jetzt, puh, du stinkst. Das gibt's jetzt neu bei mir zu Hause. Das ist Spikes Freundin, weswegen Spike auch ein bisschen hier noch am Durchdrehen ist. Er versucht mit ihr zu spielen und sie ist doch noch ein Baby. Ja, so, das war's. Lasst mir Kommentare da, euer Feedback wie immer und ich freue mich, wenn ihr bei diesem Video bis zum Schluss dabei geblieben seid, beim nächsten wieder einschaltet und wünsche euch einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, mein letztes Video zu gucken oder mein vorletztes, weil hier könnt ihr auch noch etwas, also ihr könnt in beiden Videos was gewinnen. Ja, schaut sie euch an und dann wisst ihr was. In diesem Sinne natürlich wieder, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Over and out.